Hallo und willkommen bei RimWorld. Unsere kleine Kolonie mittlerweile in der vierten Folge ist schon, ja, es geht schon. Kann man sagen, es ist zwar dunkel, aber es geht. Wir haben hier zwei Stützpfeiler gebaut am Ende der letzten Folge, welche dazu geführt haben, dass dieser große Raum, dieses Wohnzimmer, endlich überdacht worden ist. Gleichzeitig ist es natürlich auch sehr dunkel geworden da drin. So, Vren steht auf. Was macht er? Er tückt erstmal seine Knarre und ja, die Umgebung absichern. Ist die Luft wohl rein? Und was macht er jetzt? Er baut den Holzboden. Das ist gut. Das ist eine gute Idee. Und das Viech hier... Was? Ist von einfache Mahlzeit? Nie im Leben! Mistvieh! Das werden wir aber unterbinden. Hat mich gleich gewundert, dass das Vieh so zielstrebig dahin gelaufen ist. Jetzt aber, schieße auf Boomerate. Ich weiß, dass die dann in die Luft fliegt, aber was soll... Nicht auf die Mahlzeiten schießen! Blei ist ungesund. So, 14,50. Okay, ein bisschen weiter weggehen vielleicht. So, schieße auf Boomerate. Boah, jetzt schießt er gegen die Mauer. Bumm. Ja, jetzt brennt's. Ja, gut. Feuer löschen. Ist ja alles Routine, kennt man ja. So, die Boomerate könnte er übrigens auch... Die kann er auch verarbeiten dann. Böden, jetzt kann ich das wieder neu machen. Hier, Holzboden, ja, so. Und ja, jetzt löschen wir das Feuer erst. Mal ein bisschen Turbo, damit es schneller geht. Und dann bitte auch reparieren. Repariere die Metallwand. Repariere Metallwand. Mann, alles muss man denen extra sagen. Priorisiere. Oft sagst du dann priorisiere, dann machen sie es erst nicht. Dann fangen sie nur an. Ich meine, hallo? So, da holt er jetzt ein bisschen Metall. Das wird natürlich nicht reichen. So. Oh ja, genau. Das ist natürlich die einfachste Methode, indem man hier oben rumgeht. Ja, und jetzt reicht es nicht. Jetzt musst du mehr holen. Okay, ja. Je weiter das Spiel fortschreitet, also jetzt quasi technisch oder weiß nicht, wie ich das sagen soll, also je mehr Features es hat, desto mehr merkt man halt auch, dass die KI manchmal Kleinigkeiten ja, noch nicht ganz so ausgereift sind. Ist natürlich wesentlich besser als bei vielen anderen Spielen, aber in der Anfangsphase jetzt, aber man merkt halt ab und zu doch, dass da irgendwo noch so Reibungsverluste gibt, wenn ich das mal so sagen darf. So, abbauen hier. Dann kriegen wir neues Metall. Ist das unten jetzt eigentlich... Ist das jetzt weg unten hier? Nee, liegt ja immer noch Zeugs rum. Okay. So, es wird geerntet. Vren baut hier die Mauern. Natürlich, Mann, du musst die Mauer hier bauen. Gut, dafür gibt es hier jetzt ein Dach. Super. Aber kein Bett. Die Reihenfolge, in der die Dinge bauen, die ist mir manchmal ein bisschen suspekt. Da denke ich mir oft, das passt irgendwie nicht. Wieso nimmt er jetzt nur 4 Metall? Der läuft da oben rauf, nimmt 4 Metall, obwohl er hier unten 5 gehabt hätte und muss dann beim nächsten Mal gleich wieder laufen. Wie doof ist das denn? So, und jetzt bitte das hier auch fertig machen. Okay, jetzt nimmt er das Metall hier. Aber natürlich nur 1, haha. So, okay, es ist hier immerhin endlich zu. Das heißt, das Problem ist jetzt hoffentlich gegessen, dass hier immer die Viecher reinlaufen und unser Essen wegfressen. Möbel, Strom. Lampen sind unter Strom? Nee, unter Möbel? Ja, unter Möbel sind die, okay. Bauen wir hier mal ein Lämpchen hin. Und hier können wir jetzt natürlich auch überlegen, wie wir das lampentechnisch gestalten. Ich würde fast sagen... dass wir vielleicht hier eine Lampe hinbauen. Dann sehen wir mal, was die alles erleuchtet. Ich überlege gerade, wobei am besten wäre wahrscheinlich irgendwo hier eine und hier oder so, dass die alles erleuchten dann. Standing Lamp, Blaupause. Zungenbrecher.
machen wir hier eine hin und schauen mal, ob das für diese Hälfte reicht. Weil dann können wir hier auch eine hinmachen oder hier. Und dann reicht das für diese Hälfte. Ich will da nicht zu viele Lampen bauen müssen. So, hier aber erstmal die Räumlichkeiten zumachen. Ja, ja. Das ist ja auch schön und gut. Keine Funkausrüstung. Ja, ihr kriegt das ja alles noch. Mann, seid ich so... Ich weiß schon, dass ich Dinge tun oder bauen sollte, aber das... Je mehr ich Sachen in Auftrag gebe, desto mehr verteilen die sich beim Bauen dann auf irgendwelche Belanglosigkeiten. Wisst ihr, wie ich meine? Ich hab's nicht Lager, Mann. Charakter. Das ist was anderes als Lager. Kochen 3. Okay, der lernt auch dazu. Also je mehr ich in Auftrag gebe, machen sie mal da ein bisschen, dort ein bisschen. Die bauen ja nichts fertig. Die machen immer nur so zipfelchenweise. Stellt euch das mal vor. Ihr kauft eine neue Möbelausstattung für euer Wohnzimmer. So richtig komplett mit Sofa und Regalen und allem drum und dran. Und nee, ihr geht dann nicht her und baut als erstes mal das Sofa auf. Dann das eine Regal. Dann das nächste Regal. Dann... den Fernsehtisch, dann den Couchsessel oder so. Nee, sondern ihr macht immer so ein bisschen. Ihr baut erstmal vom Regal 3 Schräubchen, dann macht ihr beim Sofa 3 Schräubchen, dann macht ihr dort und dann habt ihr am Ende das Wohnzimmer vollgerammelt mit unfertigen Möbeln und nichts funktioniert. So machen die das hier. In Rimworld. Tja. Das größte Hindernis fürs Überleben sind die selber. Lieber rennen. Okay, jetzt baut er immerhin hier mal den die Stehlampe, die natürlich keinen Strom hat, weil, ja, weil übers Dach kann man ja keinen Strom leiten. Also brauchen wir jetzt auch noch ein Stromkabel, welches zum Beispiel einfach mal hier hinführt. Das muss natürlich auch jemand bauen. Wer könnte das denn machen, wenn nicht Vren? Ja, mach das mal. Da muss man jetzt schon das 15 Metall, was man trägt, fallen lassen und nochmal zurücklaufen und 4 holen. Ja, das muss man dann schon machen. Gebäude ohne Strom. Stehlampe. Ja, hat keinen Strom. Natürlich, weil noch nichts gebaut ist. Bau es auch fertig, Alter. Und das auch. Und das auch. Und das auch. Puh. Und damit haben wir eine Stehlampe. Hier ist es hell. Hier ist es auch hell. Das zählt noch als hell. Das Wichtige ist ja, dass hier unten steht hell. Das ist das, was zählt. Hell, da steht dann dunkel. Okay, dann können wir hier auch einen hinmachen. Dann passt das. Möbel, Stehlampe, 15. So, ja gut, jetzt können wir uns dann bald anfangen, wenn sie mal hier endlich die Schlafzimmer fertig gebaut haben. Und hier die Böden, apropos Böden, Holz, keins mehr da. Bäume fällen. Pflanzen schneiden. Machen wir hier 2 und hier auch 2, damit es auch mal macht. So. Schnellschlaf. Und wenn der David jetzt nicht. Wenn der jetzt nicht als erstes nach dem Aufstehen Pflanzen schneiden geht, dann weiß ich auch nicht. Ja, er macht's. Ist ja unfassbar. Das Holz wird dann wahrscheinlich gleich mal von der Boomratte aufgefressen. So, hier erweitern wir mal unseren Aktionsradius abbauen. Das Metall verdirbt ja nicht. Ist ja nicht so, dass das rosten würde oder so. So, das braucht aber lang. Okay, dafür gibt es dann 50 Holz. Nicht schlecht. Jo. Das Eck hier unten fehlt immer noch. Das verstehe ich absolut nicht. Wieso bauen die das eine Eck dann nicht fertig? Haben die kein ästhetisches Gefühl? Alter, du baust jetzt erstmal das Eck hier fertig. Ja, natürlich, da musst du erstmal alles fallen lassen. Der lässt tatsächlich die 73 Metall, die er trägt, fallen, um hier oben jetzt 3 oder 4 Metall zu holen, um das Eck fertig zu bauen. Dann muss er nochmal hier zurücklaufen und die 73 Metall holen. Wie doof ist das denn? Er kann doch die 73 Metall mitnehmen, hier das Eck fertig bauen und dann von mir aus, wenn ihm noch nichts Besseres einfällt, das Metall da fallen lassen. Oh Mann! So, okay, immerhin das.
Funkausrüstung, da ist jetzt natürlich die Frage, wo kommt die hin? Wo wollen wir die haben, die Funkausrüstung? Und vor allem, wir brauchen natürlich auch noch einen Forschungstisch dann. Das brauchen wir vor allem mal mittelfristig. Das ist unter diverses Labortisch. Das ist so ein Riesenteil immer. Ja. Ich würde fast vorschlagen, nachdem es da jetzt nicht hingeht wegen der Tür, das ist platzmäßig passt das hier nicht, dass wir den einfach hier oben hinbauen. Und die Funkanlage bauen wir halt mal hier hin. Warum denn nicht? So, also was mich halt jetzt ein bisschen beruhigt, ist, die Nahrungsversorgung ist sichergestellt. Soweit. Und die Holzversorgung auch. Und ansonsten, es wird langsam. Schon krass, dass man für die ersten paar Räume 4 Folgen braucht. Ich spiele jetzt sicherlich schon über eine Stunde in der Kolonie und habe noch nicht mal Schlafräume für alle. Aber es ist halt so. Was soll man machen? Ich gucke jetzt mal kurz, ob die Rose auch auf Bauen eingestellt ist. Okay, die kann das aber prinzipiell auch. Also würde ich fast sagen, dass wir die mal auf 2 stellen bei Bauen. Weil Metall haben wir jetzt dann eh erstmal genug. Ich würde auch jetzt erstmal nicht mehr in Auftrag geben. Das reicht ja fürs erste Mal. Damit das hier endlich mal fertig wird. Der Brenner holt zwar Metall, der nimmt da auch wieder nicht alles. Wo läuft dann jetzt hin? Ach so, zur Stehlampe oder was? Nee, er legt es nur auf den Boden. Er legt es dorthin, wo halt gebaut werden soll. Ja, und dann können wir erforschen. Apropos, jetzt habe ich 4 Folgen lang noch immer noch nicht in die Forschung reingeguckt. Solange du keinen Forschungstisch gebaut hast, werden deine Kolonisten nicht in der Lage sein, etwas zu erforschen. Trotzdem kannst du sie dir ansehen und schon einmal ein Projekt auswählen. Ja, erforscht haben wir noch nichts. Unerforscht ist vieles. Hydrokulturen kennen wir. Pneumatische Spitzhacken kennen wir. Steinhauerei musste man das früher auch schon erforschen? Weiß ich nicht. Wäre aber das nächste, was man erforschen würde, denke ich, Schlacke veredeln. Das ist viel besser noch als Schlanke veredeln. Das machen Modedesigner, Schlanke veredeln. Wir werden Schlacke veredeln. Du kannst Veredler für Schlacke bauen. Benutzt Wärme und starke Elektromagnete, um nützliches Metall aus der geschmolzenen Schlacke zu extrahieren. Hört sich sehr unwirtschaftlich an. Mechanik. Du kannst Mechanikwerkbänke bauen, an denen Mechanoiden in brauchbares Metall. Ah, okay, das ist, wenn dann Roboter angreifen, wir die killen, dann können wir die zu Metall zerlegen. Können wir die nicht einfach einschmelzen? Frage. Nährstoffresynthese. Nährstoffbasteln, okay, das kennen wir, das gibt's schon. Nährstoffbasteln, das überspringen wir aber einfach, diese Technologie. Kühlung, automatisches Gewehr, das ist dass die Selbstschusstürme schneller schießen. Beziehungsweise mehr Schüsse pro Salve. Feuerbestattung. Ah, das ist übrigens neu. Weil das Problem war ja immer, da hattest irgendwann hattest du hunderte Gräber, wo dann die Räder drin lagen. Das war irgendwann ziemlich lächerlich. Deswegen gibt es jetzt ein Krematorium. Da kann man eben Leichen aller Art verbrennen. Verstärkte Türen. Elektrische Türen erhalten zusätzliche 100 Hitpoints. Kann man vielleicht auch mal brauchen später. Teppichherstellung kennen wir. Farbige Beleuchtung. Wow. Bestimmt auch mit so einer lustigen kleinen Fernbedienung. Wo man das dann mit LEDs, kann man das dann farbige Lichter zur Dekoration. Uha. Folterwerkzeuge 1, das ist mal wieder was anderes. Und die Düngepumpe. Erlaubt den Bau von Düngepumpen, die jeden Boden fruchtbar machen kann. Ja. Das heißt, wir können dann auch auf Sand bauen. Also wirklich anbauen. Ist interessant. Gut, Steinhauerei, das stellen wir jetzt mal ein, wird erforscht, also wird noch nicht erforscht, aber wird dann irgendwann erforscht. Forschung, was ist da überhaupt? Wer kann das überhaupt? Wo ist denn das überhaupt? Verarzten, fertig, forschen. 23, ja, wir haben leider keinen richtigen Forscher. Das ist nun mal so. So, die Rose holt sich jetzt auch ein Mittagessen. Machen wir ein Turbo rein. Oh, wir haben eine Forschungsbank. Wir haben eine Forschungsbank. Lege sie ihr Geld an auf der Forschungsbank. Die besten Zinsen bei der Forschungsbank. So, und hier haben sie das Lämpchen gebaut, das Bett noch nicht. Und die Sachen trägt auch niemand weg. Da muss ich... Alter.
Oft will ich einfach mal was deselektieren und dann klicke ich aber immer wohin, wo was zum Selektieren ist. Befehl E. Tragen. Gegenstände tragen. Hier. Flups. Ja. Clip. Verteidigung benötigt. Keine Funkausrüstung. Ja, haben wir beides dann bald. Und ihr müsst immer noch unter freiem Himmel schlafen. Ich muss mal kurz gucken, ob die nicht irgendwann durchdrehen. Nee. Loyalität haben sie eh zum Glück sehr hoch. Auf dem Boden geschlafen, geteiltes Schlafzimmer, ja. Die Welt ist mein Schlafzimmer. Aber ich bin untröstlich. Ich muss es mir mit anderen Menschen teilen. Ich hätte gern die ganze Welt für mich. So, der Vren baut jetzt mal die Mauern fertig. Die Rose auch. Okay, jetzt wird es wenigstens mal. Jetzt wird das hier auch mal was. So, schnell Metall holen. Holz oder was auch immer. Holzboden. Ja, so gefällt mir das. Taka, 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 taka. Tipp, damit du Gegenstände oder Silber zu einem Händler schicken kannst, musst du ein orbitales Funkfeuer im Freien platzieren und ein Lager mit Gegenständen zum Handeln in Reichweite platzieren. Ja, das kennen wir schon, das Prinzip. Haben wir jetzt eigentlich... Ach, das ist fertig, deswegen hat er uns den Tipp gegeben. Wie sieht es eigentlich leistungstechnisch aus? 3,6, 2,3, das heißt, ein bisschen Spielraum haben wir noch. Wir werden aber dann, denke ich mal, den hier als erstes zusätzlich dazu erschließen. Ich bin ja fast... Ja, ich muss mal... Wir müssen echt mal überlegen, wo wir dann unsere Mauern bauen. Wo wir uns sozusagen ein... Also wie eng wir unseren Perimeter ziehen um die Basis rum. Ich würde fast vorschlagen, dass wir dann dass wir das aus Steinmauern machen natürlich. Das haben wir ja schon gesagt. Dass wir vielleicht hier eine Verteidigungsmauer bauen. Hier rum, so eine relativ lange. Das kostet zwar viel Arbeit, aber... Zahlt sich auch aus, aber dann ausreichend großes Gebiet haben, in dem wir dann tun können, was wir wollen. Und hier käme dann der zweite geothermische Generator hin. Ja, jetzt holen sie nochmal Metall. Das gucken wir uns jetzt noch kurz an, bevor wir die Folge beenden. So, Holzboden. Hier drin kommt dann noch eine Lampe hin. Die habe ich, glaube ich, noch nicht. Oder ist die schon? Stehlampe, doch. Stehlampe. Die wird also gleich gebaut. Da ist ja auch schon... Das Bett hier haben sie noch nicht gebaut. Witzig, dass sie jetzt bei den Betten... Gut, jetzt schläft der Ren hier drin. Da müssen wir halt sagen, dass das hier dann... Eines, was übrig bleibt, ist dann halt auf jeden Fall das Gefangenen-Dings halt. So, das heißt aber, wir können jetzt hier eine von den Schlafstätten löschen. Und zwar... Sagen wir mal die von der Rose, dann muss die... Ja, genau, dann geht die jetzt hier ins Bett. Und damit, das würde ich sagen, ist auch eine gute Gelegenheit, die Folge mal zu beenden. Damit verabschiede ich mich von euch. Wir haben eine relativ... Ja, wir haben, glaube ich, eine ganz gute neue Ausgangsbasis hier geschaffen. Wir haben hier die Möglichkeit, dann bald weitere Räume zu bauen. Ich gucke jetzt übrigens mal gleich... Nee, da steht nichts von, ich bin beengt oder so. Das heißt, wir haben es geschafft, die Räume ausreichend groß zu bauen. Und hier kommen dann eben weitere hin. Da haben wir halt hier einen langen Gang. Und das können wir dann theoretisch auch hier noch nach unten ausweiten irgendwann. Irgendwann mal sehen. Was wir halt auch noch brauchen, irgendwann ist dann so ein Steinmetztisch. Den könnte man dann eventuell noch hier hinbauen. Das ist zwar irgendwie... komisch, dass der im Wohnzimmer ist, so prinzipiell jetzt mal, aber das stört die ja nicht. Das ist nicht so, dass das irgendwie Lärm macht und dass das die Kolonisten stören würde. Und irgendwo brauchen wir natürlich auch dann vielleicht sogar einfach hier so Hydroponics-Geschichten. Das würde sogar passen, wenn wir dann hier das dann reinbauen, dann können wir hier eine Tür aufmachen, dann machen wir halt hier einen Teil von der Zone weg, dass sie nicht über das eigene Essen laufen müssen und dann können die quasi immer hier ernten, das dann hier lagern und von hier hernehmen und hier kochen und dann haben wir alles in-house. Müssen wir nichts outsourcen. Derzeit ist ja unsere Nahrungsproduktion hier noch outgesourced im Outer Space, im Outside. Tja, ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Wie immer freue ich mich über Kommentare. Das hier ist übrigens die letzte Folge dieser Aufnahme. Das heißt, ab der nächsten Folge, wenn es dann nicht schon eine neue Alpha gibt, das weiß man ja nie, kann ich dann auch mal auf eure Kommentare reagieren und zum Beispiel das, was ich jetzt 4 Folgen lang falsch gemacht habe und was ihr bei jeder Folge unter die Kommentare reingepostet habt, das kann ich dann endlich auch richtig machen. Und der Vren wird gleich am Tisch stehen. Ja. Ja, kann man machen. Man kann ja auch mal auf dem Tisch stehen. Übrigens, wir brauchen natürlich auch noch Stühle bei der Gelegenheit. Und wir brauchen vor allem einen, der das Ganze
Zeugs hier wegträgt. Das ist ja auch nicht so schön hier. Tja, andererseits, wenn wir da hier eine Steinmetzbank bauen, dann wird das vielleicht auch einfach von dem Steinmetz eingesammelt. Gut, bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen, Servus und Tschüss.